Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück in Südhämmern. Ich bin wieder der Schotti von der Test Area. Also, wir haben noch ein Kartoffelfeld zu ernten und Mehl und Torf haben wir ohne Ende schon produzieren können. Jetzt brauchen wir aber erstmal Kohle, ne? Habe ich mir so gedacht, weil wir brauchen noch einen dritten Traktor, einen LKW. Wir haben noch Sämaschinen eingelagert, wo ich der Meinung bin, will halt lieber meine Lieblingssämaschine haben, ne? Kennt ihr? Amazon, Condor. Damit ist alles andere easy. Deshalb dachte ich mir, wir fahren jetzt erstmal das Mehl verkaufen. Gucken wir mal, was uns das bringt. Die Preise waren ja sehr, sehr angenehm. Gut. Fahren wir mal rüber zur Mühle. Machen den Anhänger voll. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wo der beste Mehlpreis ist und uns das gelingt, auch einen Kurs einzufahren und. Aber ich gehe mal davon aus, irgendwie wird das schon klappen. So. Das ist alles so mit den Einfahrten und so, ne? Da ist schon mehr was für kleinere Fahrzeuge. Aber hey, wollen wir uns ja nicht beschweren. So, jetzt will ich nur mal gucken, dass ich hier an der richtigen Stelle stehe. Das könnte hier soweit sein. Weizen, Gerste, Hafer, Mehl. Okay. Wir gucken mal, wo der beste Mehlpreis ist. Mehl, 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 Mehl. Mehl, Mehl, also nicht die E-Mail, sondern das Weizenmehl. Mehl. 2403 an der Taverne. Hey, können wir gleich einheben gehen. Ach, die ist da ganz unten. Ha, wir haben hier die Geschichte mit dem Torf. Das ist hier, also so ähnlich in der Ecke waren wir schon mal. Okay. Okay. Dann mache ich mal eben einen Kurs und dann gucke ich mal, wie ich das einsortiere, weil das Mehl ja dann zu vielen verschiedenen Stellen auch, ne, transportiert werden muss und so. Ja, kriegen wir schon hin. Kleinen Moment, gleich wieder da. Jo, jetzt machen wir den Checker Mehl. Anzahl der Durchläufe. Naheliegender Wegpunkt. Muss ja klappen. Der Zufall will es ja so, dass das Mehl den besten Preis im Moment an der Taverne hat. Die liegt in der Nähe der Torfproduktion und wir haben ja auch eine Menge Torf. Also, wenn wir doch schon da unten sind bei der Torfproduktion, kommen wir da auch gleich. Ne? Ah, das geht schon mal. Das geht schon mal. Der Weg ist bekannt. Zur Torfproduktion unten. Deshalb lasse ich den jetzt gleich mal dahin fahren. Und das ist ein schönes Eckchen da unten. Vor allem eine interessante Anfahrt zur Taverne. So, er ist ja nicht ganz voll. Sofort abfahren. Und ja, gucken wir mal bei der Taverne, ob das so funktioniert. Und dann können wir bei der Torfproduktion nämlich unten gleich weitermachen. Okay, bis gleich. Gut, jetzt sind wir schon mal ganz in der Nähe. Ne? Und da kommt jetzt gleich eine ganz interessante Auffahrt, wie ihr seht. Da oben steht die Taverne. Naja, wollen wir mal gucken, ob der Kleine da die 38,2 Tonnen hochkriegt. Ich denke schon. Wenn auch nicht mit Spitzengeschwindigkeiten. Interessante Geräusche. Klingt nach Sägewerk. Mit 9 km/h astet er da jetzt hoch. Also wir brauchen definitiv was mit mehr Power. Früher oder später. Ich meine, er bleibt nicht stehen, ne? Er wird irgendwann oben ankommen, aber
Ne, 9 km/h ist schon, der ist noch nicht mal randvoll. Da fehlt noch ein bisschen was. Na gut, gleich hat das geschafft. Die Landschaft und die Aussicht, also das ist schon, ne, kann man echt nicht meckern. Da drüben ist die Torfproduktion. Da liegt quasi, naja, braunes Gold, kann man das so sagen. In dem Fall haben wir da den produzierten Kraftstoff verdreifacht in Torf halt umgewandelt. Wenn der jetzt hier noch abkippt, bin ich happy. Hier ist nur so ein Trigger am Boden. Aber das bedeutet ja nichts. Kann ja trotzdem funktionieren, ne? Abladestelle erreicht. Ja, er kippt ab. Dann gucken wir mal aufs Konto, was ich da tue. Ah, leise rieselt das Mehl. Keine Abschüttgeräusche. Herrlich. 107.000. Also das hätten wir mit Weizen nicht hingekriegt. So. Hier steckt er im Verkehr fest wegen den parkenden Autos. Ja, da ist manuelles Eingreifen dann erforderlich. Die Bänke stehen ja auch ungünstig. Aber hat ja geklappt. Okay. Meine Güte, 107.000 mit nicht mal einer Anhängerladung Weizen, Mehl. Das hätten wir mit Weizen nicht hingekriegt. Kein Fall. Also hat sich das schon mal gelohnt, aus finanzieller Sicht aus dem Weizen Mehl zu machen. Gut. Nun, wenn wir doch schon mal hier sind, können wir auch gleich den Torf verkaufen. Ja. Da müssen wir kurstechnisch dann auch mal gucken. A, wo geht es hin? B, wie machen wir das? Hier ist vom Platz her auch immer wieder so eine Geschichte. Da ist Kurventechnik wieder gefragt. Aber es ist ja im Endeffekt wie überall. Ne? Trigger treffen und gut. So, hier könnte das klappen. Torf. Torfpreise. Da, ach, Torf. 2142 beim Landi. 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 Ach, du ahnst es nicht. Oben beim Klärwerk. Wie fahren wir denn da am besten? Wir könnten hier die erste Brücke nehmen. Dann kommen wir auf Feld 6 zu. Das ist die Zigarrenfabrik. Aha. Wie bin ich denn gefahren? Hier lang. So. Zigarrenfabrik vorbei. Dann könnte man hier über die Brücke fahren. Beim Feld 6 links, wieder rechts. Dann sind wir beim Landi und dann müssen wir das Ganze wieder zurück, um den Kreislauf zu schließen. Ah, hier sind wir auch noch nicht lang gefahren, ne? Die Landschaft bin ich mal gespannt. Ja, okay. Dann mache ich das mal eben fertig. Ja, und dann gucken wir mal, was der Kontostand danach sagt. Bis gleich. Das Spiel, was wir vorhin mit dem Mehl gemacht haben, machen wir jetzt natürlich auch mit dem Torf. Nur, dass wir da mehr als eine Anhängerladung haben und die Landschaft, wo ich gerade durchgefahren bin, ja, lässt sich sehen. Ne? So, jetzt wollen wir nur mal eben checken vom Kurs her, ob das Aufladen funktioniert oder unter. Oder ob er vielleicht unter dem Förderband hängen bleibt. Also er fährt dann sehr zärtlich um die Ecke. Das könnte von der Höhe her passen. Sehr schön. Jetzt bleibt noch stehen und. Nee. Warum? Also er hat die Abladestelle nicht erkannt. Warum? Habe ich da wieder was falsch gemacht? Hat Cosplay gar nicht angezeigt, ne? Oder ist vielleicht der Trigger
Vom Diesel zu nahe kann ich mir nicht vorstellen. Aber der Abstand müsste groß genug sein. Wir haben Torf definitiv eingestellt. So, Abfahrer einstellen. Torfproduktion zu Landi. Befüllen am Startboden. Ist der Modus. Das sollte so klappen. Nun, anderen Torf gibt es ja auch nicht. Da, wird beladen. Wenn er jetzt wieder drüber fährt, dann wieder die falsche Stelle. Ja, er fährt wieder drüber. Warum? Naja. Naja. Wahrscheinlich habe ich wieder an der falschen Stelle und muss dann den Kurs nochmal neu. Und das ist aber auch hier zum Verrücktwerden bei Südhemmern. Na, macht ja nichts. Das kann ich dann bei Gelegenheit korrigieren. Oh, das Überladen geht auch recht zügig. Wunderbar. Ja, dann zeigt mal, was abgeht. So, ich werde jetzt ein Stück fahren lassen und dann gucken wir uns gleich mal die Ecke an, wo wir noch nicht waren. Da ist auch ein bisschen was Witziges. Naja, wir sehen das gleich. Wenn es rund geht. Vor allem bin ich gespannt, wie viel wir verdienen. Aha, bis gleich. So weit sind wir dann schon mal. Hier fahren wir normalerweise immer rechts. Heute geht's, also jetzt geht's hier mal geradeaus. Da tuckert ein Schiff lang. Hat man was? Tut, tut. Okay, hat man gehört. Jetzt kommen wir hier durch eine Allee. Hier ist ja noch nicht so viel zu sehen. Aber die Beschilderung, da geht es wieder zum Hof. Die Beschilderung finde ich klasse. Echt mal. Überall an jeder Ecke und Kreuzung sind irgendwelche Hinweisschilder, dass man sich nicht verfahren kann. Naja, kann man schon. Also ich verfahre mich ja auch in der Telefonzelle mit dem Panzer, so ist es nicht. Aber trotzdem, gut gedacht. So, rechts geht's nach Helle. Helle Süd ist geradeaus. Ne, Eiko, weißt du Bescheid? Wir erkunden deine Ortschaften. Sägewerk. Ah, da macht die Polizei eine Kaffeepause. Hallo. Okay. Nächstes Schild. Helle Süd, Südhämmern. Rechts geht's nach Südhämmern. Da ist auch noch mehr. Guckt euch das an. Was wir noch alles entdecken können. Das ist der Wahnsinn. Was haben wir hier? Viehmarkt. Wunderbar. Also die Landschaft ist einfach nur toll, ne? Da kommt gleich eine Tankstelle. Die brauchen wir noch nicht. Und dann sind wir schon beim Landi. Jetzt muss er nur noch abkippen. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Geld reinrieselt bei uns aufs Konto. So, eine komplette Anhängerladung. Torf. Oh, unser Konto wächst und wächst und wächst. Eieiei, du ahnst es nicht. Und noch mehr. 111.431. Das ist ein stolzer Preis. Oh nein, komm. Ich hab's geahnt. Also hier muss ich wendungstechnisch mir noch mal was überlegen. Das funktioniert so auf jeden Fall nicht, weil der nicht so wendig ist mit dem Anhänger, ne? Ja. Leider. Leider, leider, leider. Aber der Kurs klappte eh nicht, weil er nicht selber auflädt, ne? So, wir haben ja noch einen Rest bei der Torfproduktion. Den hole ich jetzt auch noch eben ab. Bis gleich.
So, dann haben wir noch mal 11.000 Liter, die wir jetzt verkaufen. Und mal ganz ehrlich, ne, Weizen zum Mehl verarbeiten, dann verkaufen. Ich würde sagen, da haben wir mehr als das Doppelte verdient, als wir für eine Anhängerladung sonst gekriegt haben. Dann die anderen Fruchtsorten, Raps, Sojabohnen, Sonnenblumen, die wir dann 23.572, okay, die wir dann zu Kraftstoff gemacht haben. Da haben wir aus 18.000 Liter Kraftstoff die Menge quasi verdreifacht, dadurch, dass wir, mal gucken, ob ich mich verfahre, dadurch, dass wir das für die Torfproduktion genommen haben, das hat sich gelohnt, ne? Das war schon ordentlich. Also Torf lohnt. Was wir halt wieder brauchen, ist Kraftstoff. Aber da müssen wir natürlich erstmal ansehen. Ach, hier ist die Feuerwehr. Ah, da weiß ich schon wieder, wo ich bin. Na, das ist so ein markanter Punkt. Hier ist der Händler. Gut. Die Kartoffelernte ist noch zu bewältigen. Da brauche ich beide Traktoren. Was mache ich mit den Kartoffeln? Eigentlich wollte ich ja die Kartoffeln nicht verkaufen. Ich wollte die ja eigentlich einlagern. Ne? Beziehungsweise schon mal bereitstellen für die Produktion von Schweinefutter. Was machen wir? Ich lasse den Anhänger mal hier stehen. Wir haben, ich glaube, habe ich gesehen, drei Sämaschinen. Drei. Und so viele Sämaschinen brauchen wir gar nicht. Deshalb werde ich jetzt, was brauchen wir denn noch nicht? Den Grubber lasse ich mal stehen, den Frontlader lasse ich mal stehen. Ja. Fahren wir mal hier rein. Ich werde jetzt mal diese drei Sämaschinen nehmen und beim Händler verkaufen. So. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel Geld wir damit verdienen. Bis gleich. Das ist die Sämaschine Nummer 1, die ich hier absetze. Die war auch leer. So. Schauen wir mal. Da gibt es 11.680 für. Das ist gut. Verkauft. Dann holen wir jetzt die zweite Sämaschine noch. Gut. Amazon ED3010. Aha. 24.000 verkaufen. Und weg. So, dann ist da noch eine Kartoffellegemaschine. Und die brauche ich erstmal nicht. Die werde ich auch eben holen. Und auch noch verkaufen. Vorsicht, junge Frau. Oh mein Gott. Bis gleich. Das ist die Kartoffellegemaschine. Ist auch nur kleine. Also bei den Feldgrößen, die wir haben, kommen wir mit so kleinem Equipment eh nicht gleich zurande. Ah ne, hier stehst du wieder im Weg. Hier stehst du wieder im Weg. So, hier lasse ich dich mal stehen. So, dann verkaufen wir die auch mal eben. Da gibt es 18.000. Okay. So, der Johnny hier hat 280 PS. Wir haben jetzt einen Kontostand von 336.000. Das heißt, wir können schon mal vorinvestieren. Und zwar, da ist auf jeden Fall schon mal die Sämaschine par excellence drin. Da, Amazon, 224.000. Das. Ne, müssen wir gleich gucken, was da alles drin ist. Auf jeden Fall, ne, ihr kennt das. Direktsaat, säen, düngen. Ne? 270 PS werden gebraucht. Der John Deere hat 280. Das passt auf jeden Fall. Und auf die kann ich nicht verzichten. Das ist
Ich weiß nicht, welche Sämaschine eure liebste ist, aber von der Handlichkeit her, von der Schlagkraft, das ist für mich im Augenblick immer noch Sämaschine Nummer 1. Auch wenn es mit der nicht immer schick ist, weil die so weit hinten angelegt ist mit dem Wendepunkt. Wenn die ein bisschen kürzer wäre, wäre natürlich super. Natürlich ist sie leer. So, wir können damit Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen, Öhrettich, Gras, Hopfen, Tabak, oh, Tabak, Roggen, Dinkel. Ja, also das Wichtigste ist mit der Amazone, Condor hier drin. Wunderbar. Lasst mich überlegen. Ja, ich habe auch schon eine ungefähre Idee, wie wir hier wieder weiterkommen. Das Problem ist, wir brauchen halt noch eine Sämaschine. Einzelkornsaattechnik, um mir dann Sonnenblumen. Ich habe die gerade verkauft für die Sonnenblumen. Ja, ich weiß. Aber das ist nicht so wild. Die war eh winzigst. Winzigst, mini winzigst. Also für unsere Zwecke zu klein. So, packen wir die Sämaschine mal ordentlich weg. Zack. Gut, womit machen wir weiter? Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um die Kartoffeln. Wir haben ein Lager dafür, aber ich werde die Kartoffeln dann nicht dem Schweinefutter zur Verfügung stellen, sondern wie geplant, sondern ich werde die schon mal veräußern. Die Geschichte, also die Kartoffeln, erstmal werden sie eingelagert. Bevor wir sie aber einlagern können, müssen wir die ja auch ernten. Ne? Die Kartoffel Erntemaschine werde ich jetzt bis auf Weiteres behalten. Später dann, wenn das hier bei uns richtig rasselt in der Kasse, möchte ich dann natürlich sehen, dass wir einen großen Roder bekommen, damit wir hier richtig einen vom Stapel lassen können. So. Jetzt möchte ich nur mal wissen, die Ladeseite ist wahrscheinlich links. Na, du ahnst es nicht. Das mit dem Abladen könnte noch spannend werden. Und auch, dass sie diesen seitlichen Versatz hat, ne? Hey, okay. Also mit dieser Kartoffelmaschine, seht ihr das mit dem seitlichen Versatz? Gibt es denn da gibt es nicht. Wenn die jetzt so einen seitlichen Versatz hat, dann erntet die ja gar nicht richtig. Erntemaschine anschalten, Helfer einschalten, Rohr ausfahren mit O. Okay. Erntemaschine senken. Hier abladen. Tempomat-Level ändern. Tempomat-Level ändern. Aktivieren. Ne. Ja, wir haben da ein Problem. Durch den seitlichen Versatz hier, die wird nicht so cosplay-tauglich sein. Und wir müssen ja auch erst Unkraut schlagen. Ach, du ahnst es nicht. Also was heißt Unkraut schlagen? Das Kraut schlagen. Also Cosplay kriegt das nicht hin, das weiß ich jetzt schon. Ich setze den Traktor mal hier an und nehme mal den Giants Helfer. Und dann beobachte ich mal, was passiert. Durch den seitlichen Versatz.
bin ich mir nämlich jetzt, seht ihr, die hängt ja rechts rüber. Jetzt gräbt die da irgendwas aus. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn der jetzt zurückkommt, müsste er ja theoretisch die Seite wechseln. Ne? Also die Maschine zur anderen Seite rüberschieben. Wie beim Flug halt. Ob das so klappt? Ich weiß halt nicht. Das sieht jedenfalls sehr experimentell aus hier noch. Im schlimmsten Fall muss ich nämlich erst den Traktor mit dem Krautschläger drüber heizen lassen und dann kann er mit der Kartoffelerntemaschine fahren. Aber das macht jetzt gerade hier der Giants, der Originalhelfer vom LS19, ne? Was macht er jetzt? Fährst du jetzt zurück bis ganz zum Anfang? Echt jetzt? Ja, der fährt jetzt ganz zurück bis zum Anfang runter zum Feld, ja, um dann da eine Bahn versetzt zu fahren. Lassen wir mal. So, wir holen mal schon mal den Traktor hier, dass wir den auch schon mal an der Kandare haben. Als Abfahrer. Ja, so diese Kartoffelerntemaschine ist für unseren geplanten Industrie-Großbauernhof nicht geeignet. Muss ich ja mal sagen. 112.000 Euro haben wir noch. Das ist noch eine Menge Geld. Da kann man einiges mitmachen. Ich lasse den mal hier stehen. Ja, und dann gucken wir mal, was er jetzt macht. Steht der Kleine im Weg? Nein, ich denke nicht. Was macht er jetzt? Das ist der Originalhelfer von Giants, möchte ich nur noch mal erwähnen. Hat wunderbar nicht geklappt. Ja. Das ist schon wieder so dieses, ne, dieses Denken, was ich ja habe hier, von wegen, nö, nö, nö. Hör mal auf hier. Kartoffeln, Zucker, Rüben, bla, das lohnt nicht. Lass die Finger weg. Aber wir brauchen das ja. Ich werde jetzt mal so einen kleinen ein, zwei Streifen nur mitnehmen, den Helfer noch mal anschalten. Ja. Jetzt will ich mal gucken, ob ich weit genug rechts bin oder ob der hier Streifenkartoffeln stehen lässt. Nee, ich bin weit genug rechts. Also das scheint schon mal irgendwie hier zu klappen. Ach, dann wird er da die Kartoffeln in den Streifen wohl stehen lassen. Oder? Ne, nimmt er auch mit. Wunderbar. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich lasse nochmal einen Moment laufen. Obwohl, wir können ja mal gucken, wie er das da hinten mit der Wende macht, ne? Der seitliche Versatz von der Maschine ist nicht helferfreundlich. Absolut nicht. Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Das ist auch nichts für Cosplay, ne? Definitiv nicht. Ich meine, man könnte so Spielereien machen, einen seitlichen Versatz einstellen und. Okay. Jetzt fährt er wieder ganz nach hinten. Mal gucken, was er ganz hinten macht. Aber ich sehe schwarz. Bis gleich.
Also, der ist jetzt. Nee, ne? Das macht so gar keinen Sinn. Absolut gar nicht. Jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Nee, nee. Okay, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das tatsächlich hier. Also, die Helfer kommen mit dieser Erntemaschine nicht zurecht. Das ist schon mal das Resümee. Das heißt, wir müssen erst fahren, um das Kraut loswerden und dann erst können wir die Kartoffeln ausgraben. Das ist nicht witzig. So, ich lasse das mal mit dem normalen Helfer hier eben erledigen. 15 km/h. Ja, die Arbeitsbreite ist jetzt nicht the best of, ne? Aber okay, haben wir keine andere Wahl. Bis gleich. Ich habe jetzt hier mal ein paar Bahnen zugeschaut. Also definitiv hätte man einen Traktor nehmen müssen mit Pflegebereifung. Sonst wird er hier alles kaputt fahren. Wir haben ja die Fruchtzerstörung aus. Und bei der Arbeitsbreite wird er mit dem Krautschläger noch eine ganze Weile zu tun haben. Deshalb belassen wir das für heute dabei. Ich werde das hier noch fertig laufen lassen, dass überall das Kraut entfernt von den Kartoffeln. Ja, und dann kümmern wir uns nächstes Mal darum, die Kartoffeln aus dem Boden zu holen. Ich bin gespannt, ne, ob und wie und überhaupt das dann funktioniert. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lassen wir einen Daumen nach oben da. Wir haben heute sehr gutes Geld verdient, ne? Mit Mehl und Torf. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Taktik sollten wir uns merken. Und ja, ich war wie immer der Shorty von der Test Area. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Was ist heute? Donnerstag? Ach ja, ist ja schon fast Wochenende, ne? Also dann. Bis zum nächsten Mal, euer Shorty. Ciao, ciao.